Damon Rums geht's ab ins Hotel. Zwar noch einen Tag vor der Animagic, aber wir sind schon da und Überraschung, Überraschung, da liegt etwas auf dem Bett. Zu ihm gesellt sich jetzt auch noch ein bisschen was. So, machen wir doch mal einen Schwenk durch das Hotel. Fernseher darf nicht fehlen. Da multivisuelle Unterstützung. Begeisterung braucht man natürlich auch. Kaffeebar gibt es auch. Ich stehe gerade unter der Rade, weil ich zwei Treppen mit dem ersten Gepäck hochgehetzt bin. Was gibt es noch zu zeigen? Du hast doch ein schönes Buch entdeckt. Ach ja, gut, machen wir erstmal das Bad. It's magic. Ja, hier bin ich. Hat man eine Badewanne sogar und eine zweite Badewanne nur für Füße. Ja, Föhn, Rohrstäbchen, Tupfer, Seife. Jetzt hier unsere Literatur noch, ja. Naja, klar, Literatur braucht man immer. Stell dir mal vor, hier hat man einmal die Bibel und noch nie in einem Hotel gesehen. Was gibt es sonst noch Feines in dem Schal? Ja, Nähzeug tatsächlich. Nähzeug? Ja. Wir haben auch für den Anti-Cosplayer gedacht. Das heißt, wenn ich den Cosplayer... Was ist das? Das ist ein Kulturputzen, also ich hab mal rein. Ja gut, ja gut. Lass mal weiter. Schon weiter. Eine Flasche Wasser gibt es gratis. Für 4 Tage muss das reichen. Ja, ja, dafür gibt es Kaffeebar und Gläser für die kostenlose Flasche Wasser. Und ein Licht. Und eine Minibar, die darf natürlich auch nicht fehlen. Und dann bin ich eigentlich auch schon durch mit der Roomtour. Gibt es noch etwas, was du zeigen möchtest? Gut, dann verabschiede ich mich erstmal. Ich muss erstmal ein paar Ärsche treten.